Ozelots, Geckos, Schlangen. Die kolumbianische Polizei hat am Montag über 1000 seltene und vom Aussterben bedrohte Wildtiere im Wert von über 1 Million US-Dollar vor dem Schwarzmarkt gerettet. Die landesweite Razzia wurde vom United States Fish and Wildlife Service und lokalen Umweltbehörden unterstützt. 21 Menschen wurden festgenommen. General Jorge Luis Vargas ist der Chef der nationalen Polizei und war bei der Razzia dabei. Tarantulas, Dragones. Drachentaranteln, Boas, Seesterne, Korallen, Chamäleons, Schildkröten, Fische verschiedener Art und andere Vögel und Säugetiere. Kolumbien ist eines der Länder mit der größten biologischen Vielfalt weltweit. Die dortige Polizei hat in diesem Jahr bereits rund 6000 Wildtiere vor dem illegalen Verkauf gerettet. Die 1004 Tiere befinden sich nun in der Obhut der kolumbianischen Umweltbehörden.